Ja, Leute, es ist unglaublich schön, mit euch ohne irgendeine Sprachbehinderung zu sprechen, da ich meine Spange jetzt nicht trage. Das ist nämlich so, ich muss die 12 Stunden am Tag tragen und ich dosiere das immer perfekt und ich habe es mir eigentlich schon gedacht. Tampignon, aber davon haben wir schon eins gefangen. Was, Level 36? Oh my God, sag ich nur. Oder würde ich sagen. Ja, Pilze sind manchmal eine Epidemie und deswegen müssen sie ausgerottet werden. Doch ich gehe ja zum Glück den ganzen nach. Ich als der Held der Stunde. Denn meine Ente möchte ja auch Erfahrungspunkte. Wer von euch möchte alles ein Tarnpignon trainieren? Also ich nicht. Ja, ich habe wieder ein Topic ausgesucht. Jetzt haben wir ja schon so oft über Filme geredet und jetzt wird's endlich mal Zeit, über Musik zu reden. Ein Thema, auf das ich besser zu sprechen bin. Da ich mir vor allen Dingen in letzter Zeit sehr viele Musik-CDs kaufe. Vor allen Dingen von Rockbands. Und vor kurzem habe ich mir das Best-of-Album von U2 gekauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich werde da jetzt ziemlich viele Leute sauer machen, aber es ist halt mein persönlicher Geschmack und ich finde, das ist die schlechteste Rockband, die es bisher so ziemlich gab. Ah, wieso Caster-Anruf? Vom guten Markus. Hallo, ist da LP? Nur mal so nebenbei. Hast du eigentlich eine Vorstellung, was mein Beruf ist? Haha, du hast nicht die leiseste Ahnung, nicht? Oh, ich werde gerade von einem meiner Kollegen gerufen. Ich muss langsam aber sicher wieder an die Arbeit. Also, dann mach's gut. Okay, diese Unterbrechungen stören. Jedenfalls, also, es gibt schon manche Lieder von dieser Band, die ich mag. Zum Beispiel Vertigo oder Sunday Bloody Sunday. Aber ansonsten gibt's da relativ wenig. Und auch der Sänger, also dieser Bono, der ist, eigentlich ein sympathischer Kerl, aber die Stimme. Also für diejenigen, die sich dafür interessieren, welche Bands ich am liebsten höre, also das bewegt sich so zwischen Coldplay und Snow Patrol. Einfach weil die noch jung, frisch und energisch sind. Halt alles, was eine Band heutzutage eigentlich haben muss. So, jetzt sind wir hier wieder in einem dummen Dreierkampf. Und ja, ich habe vor kurzem mal bei Muse reingehört. Also für diejenigen, die Muse nicht kennen, das ist halt auch wieder eine Band aus Großbritannien. Die hatten unter anderem einen Soundtrack zu Fast and Furious, sondern zu, wie heißt es nochmal, zu Need for Speed Most Wanted beigesteuert. Oder halt ein Musikstück aus Need for Speed Most Wanted. Wenn das denn Most Wanted ist. Und die haben jetzt vor kurzem ihr neues Album rausgebracht, welches ich persönlich noch nicht besitze. Ich werde es mir aber höchstwahrscheinlich kaufen, da ich mir einige Stücke davon angehört habe. Und ich finde die Stimme von dem Hauptsänger, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber ich finde den Hauptsänger, den finde ich super geil. Also von der Stimme her. Und die haben auch, also das Unglaubliche ist, die Band, die hat schon so viel beigesteuert, aber fast keiner kennt sie. Die haben nämlich den Main oder das, wie soll ich sagen, das Eventlied der Olympischen Spiele beigesteuert, kann man eigentlich so sagen, aber es hat keinen interessiert. Und ja, bei ihrem neuesten Album, das ist jetzt auch wieder so ein typisches Konzeptalbum. Also ein Konzeptalbum für die, die es nicht kennen. Alle Songs ergeben miteinander eine komplette Geschichte. Und das ist halt sehr toll, da ich vor allen Dingen Fans von solchen Green Day-Alben wie American Idiot bin. Oh, Zoroark bekommt relativ wenig und jetzt haben wir ganze 34er Pokémon auf dem Feld. Das ist cool. Ja, das war doch mal ein Dreierkampf, wie ich ihn mir vorstelle. Sowas können wir ruhig echt öfters sehen. Und Drones gehört halt auch zu solchen Alben dazu. Ja,
meistens sind solche Alben ja eher solche sozialkritischen Sachen. Also Drones soll zum Beispiel auch so in die Richtung gehen. Also ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf das Album. Wenn es reduziert wird, kaufe ich es mir, weil Musik-CDs sind mir eigentlich viel zu teuer, wenn sie teurer sind als 15 Euro. Aber ich kann euch auch sagen, Leute, das ist jetzt nicht das Einzige, was ich höre. Ich höre auch so im Pop-Bereich mich so ein bisschen um, also was es halt so gibt. Also Ed Sheeran hat mir gut gefallen, das zweite Album fand ich nicht so toll. Beziehungsweise es gibt einige Stücke, aber ich mag es halt nicht, wenn ein Singer-Songwriter versucht irgendwie rap-artig zu klingen. Und ja, das war gerade mein Vater. Ich habe gedacht, der würde jetzt gerade zu mir in mein Zimmer reinkommen, weswegen ich schon gedacht habe, ich müsste unterbrechen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo gehe ich lang? Hier am besten erstmal da. Ja, das ist Pech. Geh erstmal da lang. Normalerweise würde ja jetzt hier Boreos kommen. Oder Voltolos oder was weiß ich, aber es kommt nicht. Na, ich habe mich mit diesen Viechern auch schon genug geärgert. Ah, Boreos, ach, das zeigt er uns sogar. Voltolos, ja. Und Demeteros. Ja, was ist nämlich so, man kann diese Pokémon, glaube ich, nicht in diesem Spiel fangen. Man kann sie allerdings aus Pokémon Dream Radar übertragen. Das war so ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Was ja gar kein Spiel war. Hallo Mama hier, wo bist du denn gerade? Wie, auf Route 7? Das ist ja toll. Und, verstehst du dich auch gut mit deinen Pokémon? Du darfst nie vergessen, dass du es den Pokémon zu verdanken hast, dass du so viel herumkommst. Dafür solltest du ihnen stets dankbar sein und zügig einen Pokémon-Sender aufsuchen, wenn sie angeschlagen sind. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe selbst mal am Empfang eines Pokémon-Senders gearbeitet. So, das war's für den Augenblick von mir. Ah, scheint wahrscheinlich nur so ein Praktikum gewesen zu sein. Was mich sehr schockt, ist, dass Stone immer noch auf Level 32 rumgeigt. Da müssen wir was verbessern. Ja. Viele Pokémon auf Level 34. Es könnte aber doch ein bisschen besser aussehen. Wir brauchen starke Pokémon, das ist mir klar. Und das verschluckt mal wieder ziemlich viele EP. Ja, und vor kurzem gab es ja auch wieder den Eurovision Song Contest, darüber wollte ich eigentlich ein Video machen, aber jetzt ist es mittlerweile schon wieder zu spät. Ich weiß nicht, im Juni darüber zu reden ist irgendwie ein bisschen strange. Auf jeden Fall war mein persönlicher Favorit bei dem diesjährigen Wettbewerb Belgien. Da ich ja auch ein sehr großer Fan von Lord bin und okay, ein sehr großer Fan, weiß nicht, ob man von deren sehr großer Fan sein kann. Aber ich finde, so eine Musik klingt außergewöhnlich und die sollte wirklich supported werden. Ja, auf jeden Fall ist es hier eine sehr harte Competition, würde ich mal sagen, genauso wie beim ESC eigentlich. Klar, es gibt manche, die halt sagen, ja, das Ganze hat doch so relativ wenig mit Musik zu tun und so weiter und so fort. Aber ich persönlich sage, es geht eigentlich. Und hier hatten wir übrigens gerade die beiden Gegensätze auf ein Feld gebracht, weil es ist nämlich so, Sengo und BBT sind ja rivalisierend und so weiter und so fort, kennen die meisten ja. Oder müssten die meisten zumindest kennen. So, jetzt beendet es. Ach man, warum Zermalklaue? Nein, das war nicht so geplant. Aber gut, Stone braucht's mehr. Ja, das war klar, 1638. Würde ich sagen, läuft bei uns. Also da geht's zum Wendelberg lang, also ihr kennt ja die Karte. Ist halt nur ein bisschen verwirrend, weil wir sind jetzt mittlerweile schon bei Part, wir gehen langsam auf Part 50 zu. Da sollte sich echt mal was tun.
Auch wenn ich wahrscheinlich nicht verhindern kann, dass auch dieses Let's Play höchstwahrscheinlich 100 Parts erreicht. Also ich schätze mal so 150 Parts. So, wir sind natürlich im Vorteil durch Unlicht. Ihr versteht mich. Da kann selbst der 35 nicht so sonderlich viel ausmachen. Schutzkräfte, warum Käferturz? Wobei Käfer wirkt doch gegen Psycho gut, oder? Müsste es eigentlich aus Erfahrung, aber Käferturz ist jetzt nicht die stärkste Attacke. Ja, das war klar. Warum setze ich auch Käferturz ein? Ich verstehe es nicht. Ich finde es doch viel schneller und effizienter. Man kann sich halt viel mehr auf diese Attacke verlassen. Ja, vielleicht erreichen wir doch mit einigen Pokémon schon Level 36 vor diesem anstrengenden Arena-Kampf. So, wir sind beim Wendelberg. Hier können wir, wie in Pokémon Schwarz und Weiß, noch nicht so viel machen, da der hier nämlich blockiert. Der Eugen. Ja, man kann es nicht durchqueren, das ist einfach so. Ihr könnt euch öffentlich beschweren, es wird aber nichts bringen. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass das Ganze ein bisschen besser wird mit meinem Team und so weiter und so fort, weil es ist wirklich eine Katastrophe. Also ich glaube nicht so sehr an mein Team. Auch wenn ich nicht verstehe, woran es liegt, dass es so schwach ist. Ich habe eigentlich gedacht, dadurch, dass wir umstellen auf den normalen Modus, dass das Ganze dann halt besser ist, aber gut, was soll ich tun? Auf den Baby-Modus umstellen, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Denn ich bin nicht so dieser easygoing Man. Es gab auch Leute beim Pokémon Day 2012, die behauptet haben, ja, also Pokémon Schwarz 2, das ist für die Jungs, und Pokémon Weiß 2 ist für die Mädels, wegen den Modis und so weiter. Da denke ich mir einfach nur, Leute, seid doch nicht so diskriminierend, wenn es um solche Spiele geht. Das sind doch nur Spiele, meine Güte. Ich meine, ich würde ja gerne mal eine Pro-Gamerin kennenlernen. Das wäre so ziemlich... Oder einfach... Also für mich wäre der ideale Partner eine Gamerin, die besser zocken kann als ich. Also, ja, meldet euch. Nee, Spaß, ich bin ja nur so ein Kavalier. Ich bin ja nur der CLPG Ralph X, der cool Let's Player, graduate your awesome life. Und das X steht für eine Unbekannte. So, dann geht's weiter mit Skyzo LP. Das direkte Kontrahentenduell. Noch nie war es so ausgeglichen. Warum bekommt er so viel, nur weil er Chilabel besiegt hat, die auf demselben Level ist? Das EP-System ist furchtbar. Ja, also, das ist so ziemlich das Einzige, wo ich mit den Fans übereinstimme. Ich meckere wirklich über das EP-System, weil es einfach nur so zum Kotzen ist. Wer hat sich die Scheiße eigentlich ausgedacht? Ich meine, wir müssen doch total gut im Vorteil sein. Ich meine, was bringt es einem, bitteschön, mit schwachen Pokémon gegen starke Pokémon zu kämpfen, weil man doch sowieso am Ende verliert? Ehrlich, wir hatten mit Pokémon Schwarz so ein stressfreies Leben.
Und jetzt wird so richtig reingekloppt, nur weil ich am Anfang zu viele Fehler gemacht habe, oder was? Das bereitet mir Zähneknirschen, Leute. Sorry, aber das bereitet mir wirklich Zähneknirschen. Weil ich einfach den Glauben an unser Team verliere und der Party schon wieder vorbei. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.